Eisenplatten im System irgendwo auftauchen? Nö. Ja, keine Ahnung. Also ernsthaft, was kann ich jetzt aktiv machen, damit wir mehr Eisen bekommen? Mehr Schmelzöfen bauen bringt nichts. Mehr Roboter bauen kann ich nicht, weil ich nicht genug Eisen habe. Mehr Eisenerz hier liefern bringt auch nichts, weil es sorgt nur für mehr Arbeit. Hier einen besseren Roboport hinstellen. Das ist eine Möglichkeit. Dauert jetzt zwar eine... Hast du zerstört? Nein! Warum habt ihr nicht die doofen Furnace angegriffen? Ja, ich muss das hier sichern. Ich mache das alles viel zu halbherzig. Ich müsste eigentlich jetzt die gesamten Türme von da hinten wegnehmen und hier vorne hinbappen. Okay, warte. Erstmal brauchst du hier ein paar bisschen stärkere Mauern hin. So. Ich hoffe mal, dass die hier dann irgendwie da durchlaufen wollen. Dann machst du das hier zu. Machst du eine ganz hässliche Krüppelmauer da noch hin. So. Dann gehst du jetzt zu der Fabrik mit den billigen Lasertürmen und ballerst die da steckweise einfach irgendwo hin. Damit die schon ein bisschen ablenken. Die billigen Lasertürme waren da. Was jetzt auch wieder Ressourcen kostet, weil er versucht 50 Stück davon neu zu bauen. Aber darauf gehe ich mal jetzt nicht ein. Das war nämlich gerade schon wieder ein Vierer-Drill, ne? Puh. So, 50 Stück. Dann bauen wir hier den da so hin und den da so hin. Und dann machst du hier du Bäume. So. So. Ich weiß. Es tut mir auch weh, wenn ich mir das angucke. Aber es ist die beste provisorische Lösung, die mir gerade eingefallen ist. Das heißt, wir bappen jetzt dich. Oh Gott. Wir bappen dich jetzt zusätzlich hier noch hin. Genau, aufladen, aufladen, aufladen. Ja, wir haben keinen 4er-Drill auf Tasche, tut mir leid. Aber es sollte trotzdem einigermaßen gut hier durchlaufen. Die Dinger könnte ich mal einfach entleeren. Passt das auch irgendwie? Ist auch noch voll? Ein bisschen. Steht hier. Oh, das wollte ich nicht. Ah, ne, ganz schnelle Ärmchen. Da. Wobei das auch keine ganz schnellen sind. Das ist übrigens ein guter Punkt. Ich sollte mal gucken. Einmal wollte ich das hier machen. Aber wenn die Vierer jetzt schon so wehtun, wenn sie kaputt gehen, will ich nicht wissen, was passiert, wenn ein Sechser mir kaputt geht. Fange ich wahrscheinlich an zu heulen oder so. Wo sind die schnelleren Fließbänder? Da. Kostet nicht so viel. Was brauchst du? Tungsten-Geowheel. Das ist vollkommen vertretbar. Braucht Blei, das ist wieder nervig. Aber ne, die hier gehen. Research. Was mache ich hiermit? Zum einen bräuchte ich eine richtige Verteidigung. Also ich bräuchte eigentlich jetzt die Maron. Ja, eigentlich hätte ich die ganz gerne drin. Ja, mit Logistik-Slot ist auch noch so eine Sache, die ich gerne hätte. Erstmal brauche ich jetzt ganz gerne wieder Sandmauern. Und zwar eine Menge davon. Damit ich hier eine ordentliche Mauer drumherum ziehen kann. Weil es ist ein Außenposten und ich sollte ihn auch so handhaben wie ein Außenposten. Also richtige Mauern drum machen, Türme hinstellen, ne? Und so weiter. Und dann dieses komische Ding hier endlich wegmachen. Das gibt mir irgendwie so ein quasi Gefühl von Sicherheit, aber das ist ein absoluter Trugschluss. So. Oder, alternativ, wie auch vorgeschlagen wurde, ich mache einfach ein Blueprint von dem Mauerstück hier. Mach hier überall die Mauer hin, die genauso aussieht wie da und reiß dann hier hinten die Mauer wieder ein und expandiere so quasi die gesamte Basis. Aber ich wollte eigentlich Außenposten machen. Naja, eigentlich wollte ich Außenposten bauen mit richtigen Bahnanschluss und so weiter, aber das
Das wäre noch schlimmer, glaube ich. Im Bahnanschluss, oder? Oh, was ist hier los? Och, Jungens. Ihr solltet nicht fliegen, wenn ihr keinen Strom habt. Naja, wobei, es wäre gar nicht schlimmer mit dem Bahnanschluss. Mist, genau. Ich muss ganz schnell eine Bahn bauen. Karte. Hier sind unsere Schmelzöfen. Das heißt, hier sind die Panzer. Das heißt, wenn ich die Bahn jetzt von da kommen lasse, hier, da ist irgendwas anderes im Weg. Was ist da im Weg? Stromversorgung? Wo ist ein Eingangstor? Ja, weil dann spare ich mir die ganze lange Strecke für die Roboter hier. Die Roboter können immer noch das Entladen von den Zügen übernehmen. Und den Weg dann zu den Schmelzöfen. Aber sie haben halt nicht so eine riesen lange Strecke. Also das ist hier unten. Ja, das kann weg. Das können die Roboter wegmachen. So, so. So, ich weiß, ich habe im System irgendwo noch Bahnzeug. Deswegen liefern wir bitte nicht die an, sondern... Unter was fällt Bahnzeug? Hier, Logistik. Hier, gib mir Bahnzeug. Und gib mir anderes Bahnzeug. Habe ich überhaupt schon Bahnstationen erforscht? Ja, bau 2 Trainstops. So. Hier steht er echt doof. Aber gut, hier unten kommt dann eine Trainstop hin. Sehen die irgendwie anders aus? Kann das sein? Komisch. Na gut. 1. Da ist die Mitte. Vielleicht. So, hier hält das Ding. Hier wird entladen. Da wird auch entladen. Wir müssen... wir halten weiter vorne. Ja, bei diesen ersten Schmelzöfen. Also, hier vorne hält die Lok irgendwo. Hier ist ein Satz von Güterzügen. Ich glaube, das waren ein oder zwei, die dahin passen. Und hier dann nochmal ein Satz. Und dann kommen hier die Ärmchen hin und dahinter die Kisten. Das heißt, ich brauche hier sehr viele rote Kisten. Bau das schon mal. Dann brauchen wir ein Diesel-Lock-Ding, ein 4 Cargo-Wagons. Und ich werde bei weitem nicht genug Schienen haben. Es steht noch ein Baum im Weg, was ist das? Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Und dafür brauchen wir Stahl und Eisen, was wir gerade im Überschuss haben. Hm? Trotzdem. Ja, und das Blueprint setze ich ja nicht neu. Ich sollte echt vorsichtig sein mit Ressourcen. Gedöns. So, Alt wieder anmachen, damit ich die ganzen Sachen hier sehe, die mir angeliefert werden. Gut, 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 gut. Was ich auch nicht ganz verstehe, wer hat uns da angegriffen? Alt. Hier. Ah, die Basis. Okay, also die Basis muss auch sterben. Und eigentlich müsste hier alles sterben, aber dafür habe ich nicht genug. Brauchen die echt? Da unten. Karte weg, Karte weg. Und das ist kaputt gemacht, richtig? Richtig. Ja, und das mache ich hier eine Handvoll Tupas-Türmen. Warte mal, wir haben hier auch überall Topaz-Türme, wobei da gar keiner mehr angreifen kann. Mach kurz bitte Männchen Logistik-Slots. So. Das habe ich ein bisschen übertrieben hier. Genau, also hier dürfte eigentlich niemals wieder jemand kommen, weil wenn sie von unten kommen, laufen sie dagegen. Das heißt, die ganzen Topaz-Türme hier kann ich mal mitnehmen, auch wenn es nicht so viele sind. Also echt nicht viele. 4. Oh, hier habe ich ein bisschen übertrieben, ha? Sind alles Top? Oh, das sind alles Topastürme, okay. Nimm die mal mit. Wie viel habe ich jetzt? 12. 12 klingt doch sehr gut. Und die setze ich jetzt bei unserem Eisenaußenposten da oben hin. Und das haut dann hoffentlich hin. Das kann ich ja noch ein bisschen schicker aufbauen. Dann
kommt die Zuganlage dahin und dann läuft es langsam wieder einigermaßen kontrolliert. Also, dum. Die hier schön weg. Und dann mittig. Da so. Das hin. Und dann da. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Form es am besten wäre. Aber ich denke mal, so müsste okay sein. So, dann kommt hier. Zwei Felder Abstand. Eins, zwei. Kommt um den wichtigen Block hier. Eine Mauer. Die können wir da wegnehmen. Wenn das. Naja, wobei. 12 schaffen es nicht gegen König oder dergleichen. Das heißt, wir müssten die eigentlich auch noch dazwischen irgendwo bappen. Aber das sieht mir viel zu abgefahren aus hier. Weg. Die komischen Köderdinger können auch weg. Wo wird jetzt schon wieder angegriffen? Zwei Türme schießen das wieder unten. Ja, das ist immer so ein komischer Friemelangriff da. Oh. Construction Bot wurde gekillt. Und nur zwei von den Topaz-Türmen schießen. Das müssten wir eigentlich schaffen. So, das hier weg. Mauer. Viel zu viele Bäume. Bis wo geht die Basis? Technisch gesehen bis da. Aber praktisch gesehen kommt hier später der Bahnhof hin. Also nicht so weit. Na, machen wir es mit rein. So. Vorerst. Sieht aber auch nicht hübsch aus. Keine wirkliche Verbesserung zu vorher. Zumal ich da ja auch Türme hinsetze. Also müssten wir das hier gerade machen. Was wurde da zerstört? Wieder Construction Bots. Ich muss jetzt nicht ernsthaft da runterlaufen, weil er jetzt ein Splitter die Topaz-Türme verarscht, oder? Das wäre echt nicht toll. Das sind noch nur die billigen Türme. Das sieht fast schon wie eine Basis aus. Ich müsste in jede Ecke noch eine Turmanlage hin, dann ist gut. Und das da alles weg. Und dann die Bahn rein. Habt ihr nicht aufgehört zu schießen? 17 Türme schießen und sieht's oben. Ja, also hier unten ist alles in okay. Das heißt, ich setze jetzt hier eine zweite Reihe Mauern. Und wenn das fertig ist, mache ich einfach einen Blueprint davon. Das Einzige, was dann variabel sein wird, sind die Drills. Das heißt, die müsste ich den wahrscheinlich einmal kurz rausnehmen. So. Zack. Zack. Okay. Ich hätte jetzt gern die Bahnstation. Ich hatte ja ein paar von denen gebaut, ne? Richtig, so. Du, mach das da mal weg. Ich hätte gern Puffer dazwischen mit Kisten. Das heißt, hier sind die Ärmchen. Ich weiß nicht, wie lange noch so ein Cargo-Container war. Genau, hier kommen die Ärmchen. Dann kommen irgendwelche Kisten. Das müssen gar nicht mal tolle Sachen sein, die Stahl brauchen. Irgendwelche Kisten. Dann kommen noch mehr Ärmchen. Das müssten wahrscheinlich dann eigentlich auch schon schnelle sein. Aber ich teste es erstmal mit denen hier. So, dann kommen noch mehr Ärmchen. Und dann kommen erst die Schienen. Also. Oh, er hat irgendwas mit den Schienen gemacht. Das sieht nicht gut aus. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass die jetzt nicht in der Lage sind, die anderen da zu versorgen. Ja, das geht nämlich dahin.